Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth. Im letzten Part haben wir die Goth Kids sozusagen, uns mit den Goth Kids angefreundet und mussten uns für eine Seite entscheiden. Entweder für die Seite der Elfen, bedeutet Kyle, oder die Seite der Menschen, bedeutet Cartman. Wir haben uns für die Elfen entschieden. Und, Cartman belagert die Schule und jetzt wird es Zeit, die Schule zu stürmen und uns den Stab der Wahrheit zurückzuholen. Ja, wir müssen von durch den Hintereingang natürlich rein. Der Vordereingang ist schon blockiert durch eine riesige Schlägerei, sage ich jetzt mal. Und jetzt gehen wir hier rein, aber wir haben schon ein paar, ja, tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Oh, das ist einer von mir. Nein, das da hier kann ich mit Jimmy hoch. Das geht sonst nicht. Das ist auch so ein kleiner Unterschied. Das ist auch so ein kleiner Unterschied. Schließt man sich Cartman an, muss man geht man hier so die Treppe hoch und jetzt geht man eben mit Jimmy. Jimmy, wo bist du? Da bist du. So, Begleiter befehligen. Einmal hier bitte. Mach mal bitte auf. Danke. Attention, Elf King. The building has been fortified and the armies of Christ shall never surrender. You will all die in this place. Und diese Durchsage wäre jetzt normalerweise, wenn wir uns Cartman angeschlossen hätten, von Kyle gekommen. Ist ja klar. Das ist halt der kleine, aber feine Unterschied jetzt. So. Und hier sind schon Pokémon drin. Das machen wir, befreien wir, indem wir hier die Flamme anmachen. Ja, mit einem verschollenen Quietscher geht's auch. Nein, nicht mal. Oh. Muss man doch die Furzgranate nehmen. Aber kein Problem, dann benutzen wir die Furzgranate. Dankeschön. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie viele Gym-Pokémon habe ich denn mittlerweile? Kann ich das irgendwo nachschauen? Hier, Gym-Pokémon. 16 von 30, okay. Wow, what a mess. Those humans went crazy apples in here. Ja, die sind echt voll dort ausgeflippt. Alter, schau sich einer hier mal die Schule an. Have you ever heard my impression of Chef? Well, hello there, children. Hello, children. Was haben wir denn da? Angriff ignorieren bis zu 60 Rüstung. Sehr schön. Und der Postfachschlüssel von Chefkoch. Okay. Dann können wir hier mal weitergehen. Halt, ich möchte mich da drin... Ich wollte mich hier noch umschauen. Wie, ich komme hier nochmal weiter. Menno. Okay, da muss ich doch hier lang. Hier könnten wir noch ein bisschen einkaufen. Ich brauche aber nichts. Naja, ich brauche nichts. Don't throw your life away. Schauen wir mal. Oh, ein Basketball. Schön. Schön, schön, schön. Death to humans. Give up hell, new kid. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Stärke, Trank und Gabel, okay. Okay. Da haben wir nochmal ein paar schöne Sachen. Jetzt wollen wir aber mal hier kurz den Basketball kontrollieren. Eigentlich könnte ich echt den Basketball nehmen, weil die Blutung der zerbrochenen Flasche brauche ich nicht. Nehmen wir den Basketball. Dann nehmen wir lieber noch mal ein bisschen mehr Schaden, weißt. Und was setzen wir rein? Tja, ba-ba-ba-ba-bam. Hm.
Ich könnte eigentlich den hier reinbauen. Versteckt jeden Angriff mit Waffe um 80. Das, jeden Angriff, das würde doch auch bedeuten, jetzt vor meinem Schwert. Obwohl es hier im Basketball drin ist. Vielleicht ist es ja so. Wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Wäre auf jeden Fall super. Hey! Der spritzt mich an! Der spritzt mich an, der Drecksack! Ich glaube, ich spinne. Müssen wir mal hier... mal das hier runterschießen. So, der eine ist... der eine ist halb tot. Schön. Ah, jetzt kann ich hier wieder raus. Oh oh. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich schauen, ob ich euch noch irgendwie so besiegen kann. Aber das war ungeschickt angestellt. Ich bin angewidert. Müssen wir hier mal die Schneidesense benutzen. Denn Kontern wirkt ja nicht bei Fähigkeiten. Ah, so stelle ich mir das vor. Okay. Jimmy, mach mal nochmal Power Accord, was auch immer das macht. Ah, es hält die MP voll. Oder es heilt MP, sagen wir es mal lieber so. Das ist gut zu wissen. Jimmy spielt den gefürchteten braunen Ton. Das ist schön. Ich drücke X. Wie sie sich halt alle in die Hose gekackt haben. So ekelhaft. Aber okay, Jimmy ist ein guter Partner. Level 11. Schön. Das ist schön, dass wir das jetzt freigeschalten haben. Was hast du? Okay. Ah, so hätte ich euch alle paralysieren können. Ah, verdammt. Okay. Dann würde ich mal sagen... Ich könnte die ägyptische Plage machen. Werten wir die ägyptische Plage auf. Okay. War da nicht gerade noch ein Elf? Ein Mensch? Ja. Okay. Und jetzt wirkt es wahrscheinlich... ja, der war zu weit weg. Verdammt. Ich hätte warten müssen wieder, bis er hingeht. Und dann wäre er bei der Explosion selbst mit draufgegangen. I'm just a humble boy. Surely my music is no match for a hero like you. Okay. Oha, oha. Was sehe ich denn da? Du denkst, du bist cool, ha? Huh? Du denkst also, du bist cool. Weil du hier ein paar Schilde hast. Und gut Rüstung. Das war's dann mal für dich. Oh yeah. Aber das war noch lange nicht alles. Machen wir genau das gleiche nochmal. Ach, ich liebe die Beschneidesense. Absolut toll. So, 6 MP dazu, schön. Oh, das war guter Schaden. Oh nein, er will wiederbeleben. Mach doch sowas nicht. Mach doch sowas nicht.
Ach, der hat ganz knapp überlebt. So ein Mist aber auch. Bam! Okay, der blutet und brennt. Der macht eh nicht mehr lange mit, auch wenn er Schilde hat. Okay. Ein einziger ist noch da. Und tschüss. Schön. Na? Hallo, ich möchte den anderen bitte auch berauben. Dankeschön. Nekromantenhandschuh. So, wir können da oben ja auch hin, indem wir so hochgehen. Bam, bam, bam. Aliensonne, da ist sie. So, und dann hätten wir von hier oben auch die Furzgranaten runterschmeißen können. Die Möglichkeit wäre auch da gewesen. Aber mal, jetzt haben wir es halt so gemacht. Ist genauso gut. Aber wir wollen noch schauen, was die Handschuhe machen. Plus 20 gegen Zombies. Und weniger Rüstung. Nee, ich bleib bei den SWAT. So, oh. Ja, hier können wir jetzt nichts machen, weil wir nehmen eine Furzgranate. Und der Ventilator. Ja. Der Ventilator sorgt jetzt dafür, dass die Furze zurückgeschossen werden. Das heißt, wir müssen uns um den Ventilator kümmern. Wie machen wir das? Wir aktivieren oben die Sprinkleranlage. Warum die Sprinkleranlage jetzt hier das Feuer nicht löscht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach, damit ich es noch benutzen kann. Oh yeah? Herrlich. Halt, nein, ich wollte doch noch gar nicht rein. Ich will doch mit dir reden. Mensch, nein. Kann ich nicht mit dir reden, oder was? Nee, mit dir kann ich tatsächlich nicht reden. Oh. Du warst noch ein Mensch von denen hier. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, dass ich einfach mal draufgeschlagen habe. Stay back, you guys. Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help, please. Dude, that's Gary Nelson. Be careful, he can still bust us for not having hall passes. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. Changed the other hallway monitors. Well, it kind of serves you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. Einen schönen Tag allerseits! Ah! Somehow that green goo makes hallway monitors even lamer! Ja, jetzt haben wir es hier mit der Nazi-Gang auf sich zu tun. Schnell! Okay, da haben wir jetzt hier mal einen knackigen Bossfight vor uns. Würde ich jetzt mal meinen. Okay. Wir nehmen uns als erstes mal hier einen Tempotrank. Allerdings den dunkle Rüstung, damit wir Abwehr dazu bekommen. So, dann eine Beschneidesense. Schön. Und dann hätte ich ganz gerne, dass du stirbst. Ach du Liebe! Wunderbar. Okay. Du machst mal bitte einen Machttrank, denn ich brauche mehr MP als nur 6 Stück. Also da brauche ich schon ein bisschen mehr. Wir könnten aber mal... Jawohl! ...den braunen Ton spielen. Packt euch doch mal in die Hose. Okay.
Okay, so schnell ich kann. Wie sie sich halt alle in die Hose kacken, voll ekelhaft. Oh nein, ich bin angewidert, ich kann keinen Tempotrank zu mir nehmen. Menno, muss ich erstmal einen Heiltrank nehmen. Macht's doch sowas nicht. Ach, ist das schön. Auf jeden Fall, die Gangaussicht ist erledigt. Check this out. Denn, ja, der stirbt jetzt eh durch die Blutung. Und, ja, dann kümmern wir uns mal um den hier hinten. Autsch! Ah, doch, dann, dadurch überlebst du es. Wie er mich halt anknabbert. So, du kannst eh nichts mehr machen. Dann kümmere ich mich mal um dich. Ach du Liebe! Ah, so muss das sein. Schön. Holen wir uns wieder ein paar MP zurück. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, muss ich sagen, das von Jimmy hier. Und dann kümmern wir uns wieder um den hier hinten. Scheiße! Abwehr verringert, interessiert mich nicht, du stirbst jetzt eh. Mein Unleben. Okay. So. Du hast kaum noch Leben. Das letzte ziehe ich dir jetzt wirklich mit der Beschneidesense noch ab. Ach du Liebe! Ich finde die Beschneidesense Weltklasse. Eine unfassbar gute Fähigkeit. Wow, what happened to these guys? Heiliger Hammer. Und ja, auch die geben jetzt natürlich einen Nazi-Ring. Und wir haben jetzt maximal alle 5 Nazi-Ringe, die wir haben wollen. Oder müssen. Sehr gut. Und wir haben eine neue Nachricht von Kyle bekommen. Oh, wir haben... Ja, komm. Wir haben viele Nachrichten bekommen. Habe ich alles gar nicht bemerkt. Ja. Einmal, der Weihnachtsbär sagt, ich bin gerade am Zweifeln. Wenn Satan existiert, warum lässt er es zu, dass guten Menschen gute Dinge widerfahren? Das Eichhörnchen, jetzt aber Kopf hoch alle miteinander. Wenn ihnen keine Hoffnung geben würde, wie könnte er dann ihre Träume zerstören? Das ist so bescheuert. Dann Piet sagt, ich bin nur hier, um den Leuten zu erzählen, wie scheiße das ist. Herrlich, geil. Okay, allesamt, neue Regeln. Keine Kämpfe mehr im Citywalk. Mr. Kim hat sich bei unseren Eltern beschwert. 2 Waldläufer haben Hausarrest bekommen. Yeah. Ferkel sagt, warum kann man in diesem Spiel keinen wirklich umbringen? Dieses Spiel ist scheiße. Und Kyle, Duell zwischen Token und Stan im Elfenwald. Heute Nachmittag. Schaut euch an, wie der Waldläufer-Champion zuschlägt. Sorry Leute, ich schaffe es nicht. Ich habe einen Zahnarzttermin. Dein Zahnarzt kann dich nicht immer retten, Token. Herrlich. Okay. Okay. Ich will jetzt zuerst einmal hier das Wasser abdrehen. Schönen Tag. Wie mache ich das? Dich kann ich so ausschalten. Was willst du denn hier machen, Jimmy? Was willst du denn hier machen? Irgendeiner kann da was machen, aber wer? Stan, wieso sollst du da was machen können? Your word is the command, my lord. Mit Sparky oder was? Schönen Tag. Sparky, here boy. Ah. Gut gemacht. Jawohl. Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich das jetzt mit dem letzten mache. Da kann ich doch sicher auch irgendwas machen. Look at all
like green goo. Schönen Tag. So, einmal hier den Strom abstellen. Nekromantenrobe. Oh, come on. So. Komm mal her. Jawohl. Ah. Und tschüss. Sehr schön, alle besiegt. Don't touch that green stuff. Alle besiegt. Schön. Dann wollen wir uns jetzt mal die Nekromantenrobe anschauen, die wir da bekommen haben. 15 Rüstung und Abwehr erhöht nach dem Angriff auf einen Zombie. Da ist meine Swordweste mir immer noch lieber. Einfach wegen der Rüstung. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay. Alles klar, alles klar. Ich weiß, wo ich bin. Dich will ich noch... Hallo. Achso, das ist die Tür. Nein, ich will nicht durch die Tür. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Hier ist nämlich die nächste Großwildjagd mit Chimbo. Machen wir es doch einfach mal. Und jetzt dürfen wir gegen eine Bakterie kämpfen. Oh yeah. Come on, let's do this. Gegen die Mutantenbakterie. Was hat die Mutantenbakterie? Sie ist immun gegen Magie, also gegen meine Fürze. Immun gegen Angewidert. Aber schwach gegen Frost. Aha. Und heilt sich jede Runde. Okay. Mind if I update my status while we're waiting here? Okay. Was machen wir also? Erstmal einen Tempotrank. Sehr schön. Dann wollen wir dich mal zum Bluten bringen. Wie kann eine Bakterie eigentlich bluten? So, du bist nicht immun gegen betäubt. Ja. Wow, guter Schaden. Jetzt bist du betäubt und ich habe ein Schild. Sehr gut. Dann machen wir mal bitte einen Machttrank auf dich. Schön. Stan, zeig mal, was du kannst mit dem Weg des Schwertes. Mach ihn fertig. Boah, geil. Jetzt brennt sie noch zusätzlich. Geiler Scheiß. So muss das sein. Gefällt mir. Like! Gleich auf Facebook liken! Okay, weiter geht's. Wir brauchen erstmal nochmal eine Beschneidesense, bitte. Super. Super. Okay, 8 MP haben wir noch. Oh, das reicht gerade noch für das Judentier zu. Sehr geil. Ja. Wow. Ah, wir bekommen aber keinen zweiten Schild. Das wäre noch krasser, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt noch einen zweiten Schild bekommen würden. Mach mal Todesmarkierung. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ach, halt, genau, da kommt das Sparky und greift an. Aber die ist ja gerade eh betäubt. Die Mutantenbakterie. Also kein Problem. Und tschüss. Easy peasy. Wirklich easy peasy. Und somit wäre die nächste Großwildjagd mit Chimbo abgeschlossen. Schön. Jetzt müsste es, glaube ich, sogar nur noch eine einzige geben. Was haben wir hier? Ah, ein bisschen was Tolles so. Muss man sich alles da mal in Ruhe anschauen, was die ganzen Abzeichen denn machen. So, und ich würde mal sagen, im nächsten Part durchstreifen wir weiter die Schule und schnappen wir uns den Stab der Wahrheit. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play South Park, The Stick of Truth, für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.